Hi, ich bin der Marc, ich bin hauptberuflich Graffiti-Künstler. Ich habe mit Graffiti durch Freunde angefangen mit 13. Natürlich haben wir da draußen Graffiti gemacht, so wie man es nicht machen sollte. Und dann hat sich da nach und nach draus halt ein Hobby entwickelt, wo ich auch mal, ja, ich sag mal, Aufträge gemacht habe. Und mit der Zeit wurde es irgendwann so viel, dass ich mich damit selbstständig gemacht habe. Ich sprühe seitdem ich 13 bin und hauptberuflich seit 9 Jahren. Ja, das größte Projekt, was ich bisher hatte, da stecke ich quasi gerade drin. Ich mache für die Deutsche Bahn in ganz NRW 9 Bahnhöfe, die komplett gestaltet werden. Im Porsche-Zentrum Niederrhein habe ich die kompletten Flächen oberhalb der Verkaufsfläche im Gebrauchtwagenzentrum gemacht. Und ja, wir haben hier ziemlich viele verschiedene Modelle gemalt im oberen Bereich, damit das ganze Bild von der Verkaufsfläche einfach ein bisschen aufgewertet wird und aufgelockert. Ja, das Besondere war halt einfach, die Autos zu malen, da ich auch von klein auf großer Porsche-Fan bin. War es natürlich ein cooler Auftrag, da auch die verschiedenen Fahrzeuge einfach mal bildlich darzustellen, auch in der Masse, dann auch noch für Porsche und nicht für einen privaten Kunden irgendwie. Und da es natürlich auch irgendwie mal ein Traum ist, selber so ein Auto zu besitzen, war es natürlich umso cooler. Wenn ihr mehr von mir, von meinen Arbeiten sehen möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da sind verschiedene Arbeiten drin, ob jetzt Firmenfassaden, private Wände oder sonstiges, alles von Landschaft bis hin zu Firmenlogos ist alles dabei. Ich würde mich über ein paar Follower mehr freuen.